Und damit willkommen zu Super Mario 3D Land, dem ersten reinen 3DS-Let's Play auf meinem Kanal. Meine New 3DS XL Capture Card kommt dann jetzt auch endlich mal zum Einsatz. Und wie man an den drei Speicherständen hier sieht, ich habe das Spiel bereits zweimal durchgespielt und meinen dritten Speicherstand gerade im Vorfeld gelöscht, damit wir jetzt einen blanken haben. So, natürlich mit meinem Mii, oh Überraschung. Jo, und dann mal let's go. Das Ganze wird natürlich ein 100% Let's Play, was anderes kommt bei 3D Land eher nicht in Frage. Wir werden aber den zweiten Durchgang für alle Leute, die das Spiel durchhaben, werden wissen, was gemeint ist, als Streams machen. Ansonsten wird es dann zu langweilig, aber wir werden in jedem Level alle Starcoins sammeln und den Goldpol aktivieren. Oh mein Gott, Mario bemerkt, dass der Baum mit Schwanz leer ist. Tja. Da haben die Tanukis wohl gesackt und sind abgehauen. Oder natürlich Bowser hat sie geholt. Oh, Überraschung. Oh mein Gott, eine ganz spannende Geschichte. Peach wurde entführt. Oh, Hilfe, habe ich noch nie erlebt. So, ich hoffe einfach mal, das Design jetzt von den Aufnahmen gefällt euch so. Mit dem Hintergrund und dass man beide Bildschirme sieht, weil ich bin kein großer Fan davon, wenn man nur den Topscreen sieht, weil, ja, gerade wenn es um Starcoins geht oder um das Item, was ich im Inventar habe, möchte man dann doch eigentlich ganz gerne den unteren Bildschirm sehen. So, ich muss mich auch erstmal wieder einspielen und gerade erstmal mit dem 3DS wieder zurechtkommen, weil es ist das erste Jump'n'Run, was ich seit Jahren auf dem 3DS spiele. In der Tat. Weil nun ja, mein 3DS ist ja leider kaputt gegangen, habe ich schon öfters mal erzählt zwischendurch. Und dadurch, dass er halt kaputt gegangen ist, habe ich lange Zeit nicht gespielt. Ja, und Mario Kart 7 zocke ich ab und zu mal. Aber ansonsten ist 3D Land jetzt gerade mein erstes Jump'n'Run nach langer Zeit mal wieder. Das Secret kenne ich noch, weil das hat mich eine halbe Ewigkeit abgefuckt. Ja, werde ich den 3D-Effekt auch einmal für mich anmachen. Bei euch wird wahrscheinlich der Screen etwas verzerrt werden dadurch. Ich gucke gerade mal eine Aufnahme. Ja, man sieht etwas, dass ich ihn anmache. Ah, aber ihr seht dadurch auch, wo die Blöcke etwas dreidimensional sind. Das heißt, da ist es gar nicht schlecht. Wenn ich ihn dann anmache, dann seht ihr es nämlich in der Aufnahme auch etwas. Auch wenn ihr natürlich dadurch keine 3D-Aufnahme seht. So, das erste Level und generell die ersten Welten wird jetzt kein Problem sein. Ich bin gespannt, wie es dann hinterher in den Welten S1 bis S8 laufen wird, weil die können schon etwas schwieriger sein. Da bin ich mal gespannt. Und auch der zweite Durchlauf, da werde ich wahrscheinlich so einen Speedrun machen. Oh mein Gott, da ist das Ziel. Hallo Toad, der uns gerade zeigt, wie man nicht an Zielfall kommt, glaube ich. Genau. Was ein Vollidiot. Jo, habe ich sonst noch irgendwas vergessen zu erzählen? Ich glaube, das sollte es für die Randdaten zum Let's Play sein. Das war übrigens das erste 3DS-Spiel, was ich jemals gespielt habe, weil ich habe mir mein 3DS damals passend zum Release von 3D Land gekauft. Sodass das hier dann wirklich meine erste Erfahrung mit dem 3DS war. Ja, und passenderweise ist es dann auch meine erste Erfahrung mit einem reinen 3DS Let's Play. Passt. Und ich weiß immer noch nicht bei 3DS Let's Plays, wo ich jetzt drauf gucken soll. Ob ich auf OBS gucken soll, ob ich auf das Capture-Programm gucken soll. Also, klar, ich nehme mit OBS auf. Allerdings muss man dafür eben noch ein externes Programm öffnen. Merky 3DS View oder wie auch immer das heißt. Keine Ahnung. Egal, oder ob ich halt normal auf mein 3DS gucken soll. Ist ungewohnt, weil ich habe den Screen hier dreimal vor mir. In drei unterschiedlichen Ausführungen. Tja, lässt sich nichts machen. Wenn wir übrigens das Starcoin übersehen sollten, das kann passieren. Ich habe nicht ganz alle im Kopf. Einige weiß ich noch etwas fiesere. Aber ganz alle natürlich nicht. Dann werden wir sie nicht direkt nachholen. Sondern dann im zweiten Durchlauf mit Spoiler-Alarm bei einem 8 Jahre alten Spiel mit Luigi dann eben nachholen. Das gleiche gilt auch für die Goldpole. Es wäre dämlich dafür, das Level nochmal neu zu spielen, wenn man es doch anschließend eh nochmal spielen muss. So, hier gibt es einen unendlich One-Up-Trick mit diesem Koopa. Den werde ich jetzt nicht machen. Vielleicht mal off-cam irgendwann, damit man möglichst schnell die Krone One-Ups erreichen. Ja, aber hier kann man immer One-Ups farmen, wenn einem die mal ausgehen sollten, wovon ich mal nicht ausgehe. Sollte. So, die Goldröhren werden wir auch natürlich überspringen, weil wir 100% spielen. Sollte ja klar sein. Und ansonsten, ja,
weil ich das Spiel eben schon zweimal zu 100% durch habe, können wir auch zwischendurch mal ein bisschen mit dem Tempo anziehen und nicht in jedem Level 10 Minuten mit Suchen verbringen. Die einzigen Level, wo ich wirklich absolut keinen Plan mehr habe, wie sie aufgebaut sind, sind die Geisterhäuser. Ich erinnere mich noch an so ein paar Gimmicks aus denen. Obwohl die Starcons da waren. Keine Ahnung. Ach ja, und in dem Spiel kann man übrigens die 100% nicht an der Anzahl der Starcons ablesen, weil man kann über Streetpass, glaube ich, oder Spotpass, wie auch immer, unendlich viele Fragezeichenboxen empfangen und somit eben unendlich viele Sternmünzen bekommen. Willkommen in der Rätselbox. Sammle alle Items auf, bevor die Zeit abläuft. Mit etwas Glück gibt es vielleicht sogar eine Starcoin. Und los. Jo, sollte kein Problem sein. Vielleicht bleib aber bei meinem Tanuki erst noch. Oder? Komm. Eine Feuerblume kann man dann ruhig mitnehmen. Aber einen Tanuki behalte ich mir. Ach ja, und die Feuerbälle bouncen hier von den Wänden auf. Und die heißen gar nicht Sternmünzen, die heißen Sternmedaille. Egal, ich werde sie weiterhin ganz normal Sternmünzen nennen. Sternmedaille. Das wusste ich nicht mehr, dass die so heißen. Egal. Und da konnte man auch gerade lesen, worüber man sie empfangen kann. Das geht ja nach wie vor nur das Miiverse, wurde abgestellt. So, Welt 1-3. Im Vergleich zu 3D World haben die Level hier übrigens noch keine Namen. Das sei nebenbei erwähnt. Guten Tag, Toad. Danke für diese Sternmünze, die... Wo landet? Ja, okay. Hätte man auch so gesehen. Alles klar. Und hier gibt es irgendwo auch ein Secret. Meine ich, irgendwo musste man runterspringen. Ich weiß aber gerade nicht, ob das mit der Sternmünze zusammenhängt. Moment. Hier gibt es keine Sternmünze. Was eine verdammt unnötige Rätselbox. Ich meine, hier konnte man irgendwo runterspringen. Ich werde es jetzt aber nicht machen. Notfalls wissen, was für den zweiten Durchlauf. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, wo es sein soll. Da unten ist noch eine Sternmünze. Damit Steuerkreuz oder den Buttons auf dem Touchscreen. Kann man, by the way, die Kamera etwas verändern. So, und hier oben muss es eigentlich immer eine Starcoin geben. Die Ampünktchenkäfer müssen dafür aber leider sterben. Na, nicht alle erwischt, ist aber eigentlich relativ egal. Ja gut, und Zeit brauche ich. Zumindest in dem Level jetzt hier noch nicht. Ach ja, als ich übrigens auf Discord nachgefragt habe, welches Spiel ich jetzt nicht spielen soll, hat das Spiel ja gewonnen. Und ich habe gesagt, es ist gar nicht so schwer. Da hat mir einer zurückgeschrieben, die Steuerung wäre nicht das Gelbe vom Ei. Kann ich verstehen, warum Leute das meinen. Ich hatte aber nie große Probleme mit dem Schiebepad tatsächlich. Klar, es gibt angenehmere Steuerungen, aber wenn man das nach einer Zeit einfach raus hat, ist das nicht weiter schlimm. Und ganz im Ernst, wen es stört? Im Notfall gibt es die Möglichkeit, einen Controller anzuschließen. Also ist nicht so, dass das unmöglich wäre. So, hätten wir auch Level 1-3 geschafft. Die Parts werden übrigens... ja, angestrebterweise zwischen 20 und 25 Minuten lang werden, da ich das Gefühl habe, dass das eigentlich die ideale Partlänge für sowas hier ist. Ja gut, und 3 Sternmünzen habe ich jetzt wirklich schon locker zusammen. Und das gibt Level 1-4. Ach ja, und noch was. Ich habe ja vor längerer Zeit mal eine Umfrage gemacht. Ich glaube, das war bei 2019 der Plan, welches Let's Play das erste 3DS-Let's Play werden soll. Und damals hat Mario Party DS gewonnen. Das habe ich nicht vergessen, keine Sorge. Nur die Sache ist, dass es etwas schwierig ist, sich mit Philipp, Alex und Jordan so zu koordinieren, dass man sich dann passenderweise trifft. Und dass die dann alle auch das Spiel haben, bra. Ripp, egal. Wir haben ja unseren Tanuki noch uns bisher nicht treffen lassen, das passt. Ja, deshalb, das wird auch irgendwann dieses Jahr noch kommen. Je nachdem, wie wir es koordiniert kriegen, früher oder später. Also keine Sorge, ist es nicht vergessen. Und 3D-Land hatte ja auch einige Stimmen bekommen. Ich weiß gar nicht. Platz 2 oder 3? Ich meine Platz 2. Nagelt mich nicht drauf fest. Platz 4 wurde Sticker-Star. Und ich meine 3D-Land Platz 2 und Super Mario 64 DS Platz 3.
Die von mir gerade als letztgenannten können auch umgekehrt gewesen sein. Egal, ich habe eben nochmal eine Umfrage auf Discord vorhin gemacht, welches das nächste Let's Play werden soll. Und da hat das Spiel hier halt gewonnen. Oh mein Gott, die nächste Starcoin. Immer schön her damit. Ja, diese Plattformen wurden hier erfunden. Können relativ nervig sein. Da habe ich gar nicht aufgepasst. Das hätte jetzt schnell nach hinten losgehen können, aber in Welt 1 waren die nicht. Also wie gesagt, stimmt. Das ist ja noch gar kein Level, wo die Fontänen von unten hochkommen. Stimmt. Zumindest nicht an der Stelle. Alles gut. Und was haben wir hier? Okay, ein Power-Up. Und nochmal die Möglichkeit, Münzen zu farmen, was ich aber als relativ unnötig erachte. Ja, weil wir haben jetzt schon 10 One-Ups nach nicht mal 4 komplett gespielten Leveln. Ich glaube, das sagt alles. Ah, hier kommen aber die von 10 zum Einsatz. Das kann einen relativ auf den Sack gehen. Das ist einfach so. Wenn man hier das richtige Timing nicht hat, ouch. Das kann schon nerven. Ja, ja, man muss da schon dann so direkt drüber stehen. Gut. Hätten wir es auch geschafft. Ah ja, den letzten Sprung hier. Hier habe ich immer versucht, mit dem Longjump so spät wie möglich so früh wie möglich abzuspringen. Dann darunter zu gleiten. Mache ich es im Let's Play natürlich nicht. Wir versuchen, so wenig Fails wie möglich zu erreichen. Mal gucken. Auf meinen Hauptaccount habe ich vorhin mal geguckt. Hatte ich, wenn ich mich recht entsinne, etwas über 300 Fails. Klingt erstmal scheiße, aber wenn man mal überlegt, wie viel Blödsinn ich auch hier gebaut habe, immer absichtlich, dann ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Mal gucken, wie viele Fails wir in diesem Let's Play sammeln werden. Das brauchen wir überhaupt nicht mitzählen, das macht das Spiel schon von selber. Und wenn man mit der Capture Card aufnimmt, merke ich, dann wird es richtig warm. Das merkt man richtig, gerade am Mittelfinger. Naja, ist nicht weiter schlimm, solange sie nicht unerträglich heiß wird. Ist alles in Ordnung. So, und das Toadhaus sparen wir uns, weil wir haben noch zwei Tanukis. Welt 1 Schloss. Haben wir nach 12,5 Minuten schon das Castle erreicht. Sehr schön. Noch kommen wir ganz gut voran. So, und ich weiß nicht, woher diese Viecher sind. Ob die hier erfunden wurden oder ob die aus einem anderen Spiel stammen. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, diese Dino-Köpfe. Ob die hier erfunden wurden oder schon woanders mal vorkamen. Weil ich weiß nicht, irgendwie, die kamen mir immer so bekannt vor, aber ich wusste nicht, ob von hier oder von woanders. Wenn ich sie mal woanders gesehen habe. Also das könnt ihr mir gerne mal schreiben. So, guten Tag, Hammerbruder. Und bloß nicht treffen lassen, komm. Heute mal ein hitfreier Part. Das wäre mal was. Ja gut, die Sternmünze hier ist absolut geschenkt. Danke dafür. Coins farmen brauchen wir weiterhin nicht. Aber die One-Ups nehmen wir mit. Übrigens, Fun Fact hier, der Rückwärtssalto. Der muss erst eine halbe Ewigkeit lang aufladen. Das ist richtig nervig. Was heißt 3 One-Ups? 2 Fakes. Hier haben wir die Sternmünze und gucken wir einfach mal. Just of Fun durchs Teleskop. Ziel. Und da unten ist ein nerviger, verängstigter Toad. Ja, ja, das Toad-Gespamme nahm zu Beginn der 3DS-Zeit ihren Anfang. Guten Tag, Bowser. Hier gibt es auch einen Skip bei dem Fight. Den werden wir jetzt aber mal fürs Let's Play nicht nehmen. Zumindest noch nicht. Und zwar ist es möglich, jetzt gleich die Passage nach links und dann wieder nach rechts komplett zu skippen. Man kann nämlich einfach direkt mit dem Tanuki zu ihm rüber schweben. Das machen wir jetzt aber einfach mal des Let's Plays wegen nicht. Oh mein Gott, ist der eine Gefahr. Hilfe. Man merkt, wie schwierig ein Bowser-Fight ist. Einfach an der Seite vorbeirennen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn dieser Kampf im Dreidimensionalen stattfindet. Gut, war aber auch erst der erste Boss, nicht weiter schwierig.
War übrigens, Fun Fact, wie in SMB 1, auch nicht Bowser an sich. Guten Tag, Toad. Bekommen mal kurz einen Drehwurm und Kotz. Danke. Und dann ab zum Ziel. Hätten wir mit 1 doch relativ schnell zu 100% vervollständigt. Wenn es so weitergeht, dann wird es ein super Let's Play. Aber gut, das war erst Welt 1. Praktisch wäre es übrigens, wenn man die Kamera jetzt mit dem New 3DS mit dem C-Stick bewegen könnte, aber ich glaube, 2011 hat noch keiner an den C-Stick von dem New 3DS gedacht. Das wäre aber praktisch mit einem Update, das wir hätten noch raushauen können. Ganz nett gewesen. Naja, was soll's. Die Kamera in dem Spiel ist gar nicht so schlimm. Da gibt's Sachen, die sind schon relevanter. Oh mein Gott. Bowser bringt Goombas dazu, ein Power-Up zu inhalieren. Super. Das macht Goombas so viel gefährlicher, muss ich schon echt sagen. Also an einem Goomba zu verrecken ist schon... Das darf eigentlich so gut wie nie passieren. Naja, Welt 2-1. Ein Level, was mich auch mal sehr aufgeregt hat, wegen... einer bestimmten Starcoin. Oder war es schon das? Oder war es das in der Spezialwelt? Ne, es ist das Level hier gewesen. Genau. Weil ich war lange Zeit zu blöd, diese Starcoin zu finden. Ich weiß nicht warum. Sie ist nicht schwierig. Egal. Ihr müsst sehen, ich bin 16. Als ich das Spiel durchgespielt habe, war ich 8 oder 9. Also, ja. Man sieht, wie lange her das schon ist. Von daher, das kann man echt nicht mehr als Referenz sehen. Ein Spielfortschritt von damals. Wobei das zweite Mal, als ich durchgespielt hatte, war ich, glaube ich, im Krankenhaus. Quatsch, ich habe mit dem zweiten Durchspielen im Krankenhaus angefangen. Ich habe die Spezialwelten erstmal im Krankenhaus gemacht. Damals wurde bei mir Laktose- und Fructoseintoleranz festgestellt. Ja, ich weiß. Ist richtig witzig zu haben. I know, ich überlege auch die ganze Zeit, lohnt es sich für mich, hier so ein bisschen 3D anzumachen? Ich meine, sieht schon gar nicht schlecht aus, muss man ja sagen. Gerade mit dem New 3DS ist der 3D-Effekt echt zu genießen. Gerade weil man den 3DS eben nicht mehr die ganze Zeit krampfhaft in einer Position halten muss. Und irgendwo war eine Starcoin, die wir jetzt nicht haben. Dafür gehen wir jetzt einfach nochmal runter. Die Zeit nehme ich mir mal kurz. Hier war nur ein One-Up. Ja, ja, dachte ich mir schon. Deswegen bin ich auch nicht durchgegangen. Und hier war die 3. Und da vorne war die 1. Achso. Dann muss es ja hier unten in der Röhre sein. Ja, okay. Ja, ihr seht das leicht. Der Block, der ein bisschen nach vorne steht, geht bei euch nach... links, wenn ich den 3D-Effekt anmache und die anderen Blöcke nach rechts. Deswegen, ihr könnt das schon leicht mitverfolgen. Ich stelle mich hier natürlich aufs Auge. Das ist die andere Möglichkeit, gut. Hätten wir es auch geschafft. Starcoin noch eben schnell zu finden, gut. Habe ich gerade dämlicherweise übersehen, lässt sich nichts machen. Nicht weiter schlimm, haben wir jetzt eben nachgeholt. So, und ich weiß immer noch nicht, warum... Nintendo da diese Ausrufezeichen-Box hingepappt hat. Man kann aber einfach mit Wandsprung und dann mit dem Tanuki hier so hoch. Na gut, ohne Tanuki wird es wahrscheinlich etwas schwieriger. Und ist Welt 2, muss man ja auch beachten. Aber trotzdem. Ist eigentlich kein Problem, da hochzukommen. Zumindest mit Tanuki. Moment, habe ich vorhin Fragezeichen-Box gesagt oder Ausrufezeichen-Box? Keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine Ausrufezeichenbox. So, weiter mit dem nächsten Höhenlevel, Welt 1-2, was auf die Plattform basiert, die wir gerade am Ende schon von Welt 1-2 gesehen haben. Ganz simpel. So, und für die Starcoin muss man jetzt nicht unbedingt das andere noch ausfahren. Und man kann hier Fun Fact einfach hochspringen. Aber es ist das typische Nintendo-Level-Design. Erst eine neue Mechanik präsentieren, in einem sicheren Umfeld, bevor sie dann wirklich abgefragt wird. Da drüben ist keine Starcoin, ne? Nur eine Feuerblume, aber... Nee,
Danke, Moment. Die nehme ich doch mit, für den Fall, dass wir irgendwann was mit Fackeln machen müssen, weil ich weiß, dass es mal öfteren Secrets mit Fackeln gab. Ich weiß aber nicht, in welchen Leveln. Jetzt nehme ich jetzt einfach mal eine Feuerblume noch mit, zusätzlich. Und hier oben dürfte die nächste Starcoin sein. Ein Triple Jump gibt es in dem Spiel leider nicht. Ja, hier ist noch ein Starcoin. So, testen wir es jetzt einfach mal kurz mit der Fackel. Ja gut. Die Fackel zeigt einem jetzt nur die Starcoin, lässt sie aber nicht erscheinen, also war jetzt nicht zwingend notwendig. Ah ja, und hier kann man auch ein paar nice Skips machen. Man kann da einfach rüberspringen. Aber wir spielen mal die Level noch, wie sie gewollt sind. Zumindest so halbwegs. Ich kenne auch so ein Level, das kann man in wenigen Sekunden schaffen. Durch einen Trick. So, und hier einfach... Und mit dem Schwanz durch. Dann kommen wir schon zur letzten Starcoin. Gut. Easy peasy lemon squeezy. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So. Hätten wir auch das Level ohne Probleme vervollständigt. Und bisher auch immer die goldene Fahnenstange erreicht. Das muss man auch in jedem Level einmal schaffen. Sonst gibt es Welt S8 Krone, wenn ich mich nicht irre. Nicht. Und zum Abschluss des Parts machen wir auch noch die Secret Box in Welt 2. Dann mal let's go. Was gibt es denn hier? Gut, zwei Feuerpiranhas. Feuerpiranha-Pflanzen, sorry. Aber sonst nichts Wichtiges. Das Power-Up darf dann mal bleiben, wir haben ja schon eine Blume. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen beim ersten Part von Super Mario 3D Land. Bis zum nächsten Part und ciao. Ich überlege immer noch, ob ich einen Endcard machen soll. Ich glaube, nein. Ihr könnt mir in den Kommentaren eure Meinung zu Endcards schreiben, aber ich glaube, eh keiner drauf.